Das gestrige Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und der TSG 1899 Hoffenheim musste in der zweiten Hälfte aufgrund einer zunächst ungeklärten Explosion am Gästeblock unterbrochen werden. Nachdem sich die Szene aus Sinsheim am frühen Morgen in einer Augsburger Lokalität vergnügte, kam es vor dem Spiel zu keinen nennenswerten Geschehnissen rund um die Partie. In Spielminute 57 gab es dann in Gästeblocknähe jedoch einen lauten Knall, der sämtliche Zuschauer in Augsburg zunächst verstummen ließ. Wie sich nur wenig später herausstellte, war dies ein illegaler Böller, welcher aus dem Bereich der TSG-Fans in den Innenraum flog und dort explodierte. Über 10 Personen sollen dabei verletzt worden sein, weshalb nur wenige Sekunden später auch das Spiel von Dr. Felix Brüch unterbrochen werden musste. Auch begab sich nur wenig später eine Abordnung von einzelnen bayerischen Polizisten in den Bereich der Gäste, um dort den Übeltäter identifizieren zu können. Während das Spiel noch lief, konnten 2 Personen von der Polizei festgenommen werden und befinden sich zu aktueller Stunde immer noch im Gewahrsam. Noch am selbigen Abend meldeten sich die Ultragruppierung aus Hoffenheim sowie der Verein selbst über ihre Internetportale zum Vorfall zu Wort und verfassten je kurze, aber deutliche Stellungnahmen zu dem Geschehenen. Salut TSG-Fans, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, kam es in Augsburg zu einem Böllerwurf aus dem Stehplatzbereich in den eigenen Sitzplatz. Wir verurteilen diese Aktion aufs Schärfste und distanzieren uns klar davon. Solche Personen haben in unseren Reihen keinen Platz. Wir werden die Aktion versuchen aufzuarbeiten und den Personen jeglichen Zutritt in unsere Kurve verwehren. Allen verletzten Hoffenheimern wünschen wir gute Besserung. Wir und alle Hoffenheim-Fans distanzieren uns vom Böllerwurf und verurteilen ihn aufs Schärfste. Der mutmaßliche Täter steht in keiner Verbindung zur Hoffenheimer Fanszene. Diese Person hat keinen Platz in unserer Kurve. Wir wünschen allen Verletzten eine gute und schnelle Genesung. Es bleibt abzuwarten, wer oder was hinter dem Böllerwurf steckt und inwiefern dies von der Hoffenheimer Szene aufgeklärt wird, die jedoch mit großer Sicherheit keinen Anteil an der Explosion hatte. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.